eine Bananenplantage in Ecuador. Hier drehen zu dürfen, das gelingt uns nur über einen Kontaktmann. Die Branche ist äußerst vorsichtig, wenn es um Berichte über den Bananenanbau geht. Viele Arbeiter auf den Plantagen sind Tagelöhner, ohne Garantie, auch in der nächsten Woche noch Arbeit zu haben. Über der Plantage hören wir ein stetes Brummen. Flugzeuge kreisen über den Köpfen der Pflücker. Ja, die sprühen Pestizide. Während Sie hier arbeiten? Ja, das stimmt. Was passiert denn, wenn Sie Pestizide sprühen? Mir ist übel oder ich habe Kopfschmerzen. Was der Arbeiter da schildert, ist eigentlich streng verboten. Der Aufenthalt auf der Plantage, während Pestizide gesprüht werden. Neben der Plantage liegt eine Flugpiste. Der Betrieb läuft schon seit dem Morgengrauen. Die Flugzeuge besprühen eine Plantage, kehren dann zurück, um wieder neues Spritzmittel aufzutanken. Die Crew, die für die Betankung der Flugzeuge verantwortlich ist, pumpt den Rest der Pestizidmischung des vorherigen Fluges ab. Dann fliegt sie die nächste Plantage an. Ohne Pestizide wäre der Bananenanbau in Monokulturen undenkbar. Die Schädlinge wären kaum zu kontrollieren, die Verluste zu groß. Der Preis für Bananen würde steigen. Die Pestizide sorgen aber auch dafür, dass die Früchte makellos und glänzend im Supermarkt ankommen. Für den nächsten Flug ist unter anderem das Pestizid Siganex vorgesehen, ein Produkt des deutschen Chemiekonzerns Bayer. Der Chemiegigant hält seine Produkte bei sachgemäßer Anwendung für ungefährlich. Kritiker halten dagegen, Siganex sei in Tierversuchen krebserregend. Der Manager der Flugpiste versorgt 200 Kunden in der Region mit Pestiziden. Das ist hier die Regel. 95% sprühen mit dem Flugzeug. Das ist doch auch viel effektiver. Und die Leute, die per Hand sprühen, kommen viel stärker mit dem Pestizid in Kontakt, vergiften sich und bekommen Probleme. Dass durch die Flugzeuge aber viel mehr Menschen den Pestiziden ausgesetzt sind, das erwähnt der Manager nicht. Wir haben Kameras am Flugzeug angebracht. So dokumentieren wir, wie die Chemikalien verteilt werden. Der Einsatz von Pestiziden per Flugzeug ist legal, gedeckt durch nationale Gesetze. Dass jedoch Häuser und Menschen besprüht werden, das ist verboten. Aber daran hält sich der Pilot nicht. Er schaltet die Düsen frei, sobald er die Plantage erreicht hat. Und stoppt den Sprühvorgang selbst dann nicht, als er über ein Wohnhaus auf der Plantage fliegt. Das Flugzeug besprüht die Fläche in exakten Bahnen. Auch Gewässer bekommen das Gift ab. Möglichst jeder Quadratmeter soll mit den Pestiziden erreicht werden. Eine Schule im Bananenanbaugebiet. Hier lernen auch 75 Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen. Viele ihrer Eltern arbeiten auf Plantagen, einige leben sogar in Hütten, die den Arbeitern von den Besitzern zur Verfügung gestellt werden. Damit sind sie den Pestiziden besonders stark ausgesetzt. Logopädiestunde. Sandra Icaza lernt mit Erika. Zweimal pro Woche trainiert die Logopädin mit den 3 Jahre alten Mädchen. Erika kann ihren Unterkiefer kaum bewegen. Ja, versuch mal. Und jetzt den Mund öffnen und wieder schließen. Schon das Kauen und Schlucken fällt dem kleinen Mädchen schwer. Erika hat eine genetische Missbildung. Und man sagt, dass viele Pestizide, die von den Flugzeugen gesprüht werden, solche Auswirkungen auf das Ungeborene im Mutterleib haben. Wir sind nicht dazu berufen, in solchen Fällen ein Urteil abzugeben. Aber dennoch glauben wir, dass Erika ein solcher Fall ist. Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob Erikas Behinderung von Pestiziden herrührt. Erikas Mutter könnte sich nicht einmal einen Arztbesuch leisten, um das herauszufinden.
Der Mediziner Adolfo Maldonado in der Hauptstadt Quito hält unmittelbare Reaktionen wie Kopfschmerzen noch für harmlos. Die mittel- und langfristigen Folgen sind aber viel gefährlicher. Wir konnten genetische Veränderungen feststellen, die dann Missbildungen oder Schwangerschaftsabbrüche zur Folge hatten. Und zwar in bemerkenswert hohen Raten. Die Missbildungen in diesem Dorf lagen um das 20-fache höher als im Vergleichsdorf, wo die Leute nicht mit Pestiziden aus der Luft in Berührung kamen. Im Dorf haben einige Arbeiter ein Gewerkschaftslokal eröffnet. Sie wollten eine Gewerkschaft gründen, um gegen die Pestizide und für bessere Löhne auf der Plantage zu kämpfen. Die Chefs der Plantagen haben daraufhin alle Aktivisten entlassen. Jetzt stünden sie auf einer schwarzen Liste und fänden nirgendwo im Land mehr Arbeit, sagen sie. Das bedrohe ihre Existenz. Etwas anderes haben sie auch nie gelernt. Zwei Arbeiter laden uns nach Hause ein. Auch sie sind arbeitslos, auch sie wissen nicht mehr weiter. Und sie haben Angst vor den Pestiziden. Wir leben direkt neben der Plantage. Ein Fluss von vielleicht 20 Metern trennt uns von ihr. Die Flugzeuge sprühen und vergiften unser Dorf. Und der Fluss ist verseucht durch die Chemikalien, die auf die Plantage niedergehen und die dann im Fluss landen. Wenn gesprüht wird, ist alles verseucht. Das Gift legt sich wie ein Ölfilm aufs Wasser. Das ist schrecklich. Nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für alle, die auch am Fluss leben. Die Männer wissen kaum, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Im Schnitt sollen wir $290 verdienen. Das ist der Mindestlohn. Das sagt zumindest die Regierung. Aber hier auf der Plantage Clementina verdient man nicht einmal das. Wenn man sich zum Beispiel den Lohnzettel von meinem Kollegen anschaut, das war vor einem halben Jahr, bevor er entlassen wurde, da bekam er $57 pro Woche, $230 im Monat. Die Abpackstation. Hier werden die Früchte für die dreiwöchige Schiffsreise nach Europa vorbereitet. Damit sie nicht während der Überfahrt von Pilzen oder Bakterien befallen werden, kommen auch hier wieder diverse Spritzmittel zum Einsatz. Pestizide fast überall. Weil wir Verbraucher gelbe Bananen ohne Schönheitsfehler verlangen, die noch dazu sehr günstig sein sollen. Dafür zahlen andere einen hohen Preis. Die Menschen in Ecuador.